4 Punkte gab es für Sturm aus diesem Doppel gegen den LASK und somit wichtige Punkte im Kampf um Platz 3. Oder geht da vielleicht noch mehr? Wir reden drüber mit unserem heutigen Sky-Experten, mit Manuel Ortlechner. Hallo Manu. Servus, hi. Wie gefällt dir das, was Sturm im Moment abliefert? Ja, ganz gut. Ich denke, dieses LASK-Doppel, wenn man jetzt auch, wenn ich auf den dritten Platz nochmal zurückkommen darf, wie du eingangs gesagt hast, dann hat man es in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition vielleicht mit dem ersten Konkurrenten um den dritten Platz gebracht. Und darüber hinaus ist ja vielleicht noch mehr möglich Richtung zweiter Platz. Nur da braucht man schon einen wirklichen Lauf jetzt. Ja, schauen wir gleich einmal auf die Tabelle. Sturm im Moment also auf Platz 3 zu finden, der ja jetzt durch den Cupsieg von Salzburg noch mehr wert ist. Du meinst, es ist eventuell sogar mehr möglich. Hättest du Sturm das überhaupt zugetraut, diese Saison, nach der letzten Saison, wie das alles gelaufen ist? Naja, vor der Saison war das, glaube ich, nicht abzuschätzen, wie sich Sturm gerade so wenige Runden vor Ende der Saison eigentlich, auf welchem Platz man sich befindet. Unfassbar, was in dieser kurzen Zeit eigentlich entstanden ist. Ich finde, man hat sich sehr, sehr clever verstärkt, sehr, sehr gut auch strategisch für die nächsten Jahre auch aufgestellt. Das ist eine Basis, wo ich denke, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Jetzt muss man schauen, dass man die Saison so gut wie möglich natürlich beendet. Also den dritten Platz sollte man aus Sturmsicht natürlich versuchen zu verteidigen. Und vielleicht schafft es am Wochenende ja der WRC Punkte zu entführen und somit ein bisschen Schützenhilfe zu machen. Und dann kann man vielleicht noch mal ranschmecken an den zweiten Platz. Aber ich denke mal, der dritte Platz wäre auch schon ein Riesenerfolg. Ja, die Zutaten für den Erfolg gibt sicher mehrere, aber eine Zutat ist sicher die Defensive, denn die Grazer, die haben die wenigsten Gegentore kassiert mit nur 27, haben am öftesten in der Bundesliga zu Null gespielt, mit dem LASK nämlich 11 Mal. Und die höchste Zweikampfquote, die ist knapp 54%. Also die Defensive, die steht, Manuel, und da bist ja du Experte. Ja klar, Defense wins Championships, das ist noch nicht ganz der Fall, aber trotzdem ist die Basis für eine erfolgreiche Saison noch nicht eine sehr, sehr gute Defensivarbeit. Machen wir einen Blick in die Quali-Gruppe runter und würden da auf die Tabelle schauen, dann siehst du tendenziell dort Mannschaften, die sehr, sehr viele Tore kassieren. Meine, das ist ja, hat ja alles natürlich auch seine Berechtigung, diese Statistiken. Und bei Sturm Graz, finde ich, machen sie das momentan wirklich gerade gut. Und die Balance passt auch nicht so schlecht hin zur Offensive. Weil nur die Defensive alleine ist es ja dann auch nicht. Sondern auch in der Offensive präsentiert man sich sehr, sehr gut, wie ich denke. Im letzten Aufeinandertreffen gegen den LASK war es okay. Ich finde mal, das Hinspiel hat man besser absolviert. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr gut. Ja, und einen Tormann gibt es ja da auch noch mit Jörg Siebenhandel, der immens gut drauf ist. Ronny Mann hat ihn getroffen. Im richtigen Augenblick. Boah, Siebenhandel! Die richtige Entscheidung treffen. Siebenhandel hält! Ich schaue einfach, dass ich das Spiel mit Ruhe gestalte, dass ich klar bin im Kopf. Und ich glaube, das ist wichtig. Einfach, wenn du klar bist im Kopf, kannst du Entscheidungen freier treffen und vor allem, du hast einfach eine bessere Wahrnehmung in dem Ganzen. Du nimmst einfach viel mehr Kleinigkeiten wahr und das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Immer die Ruhe bewahren. In dieser Saison absolviert Siebenhandel bereits 11 Bundesligaspiele ohne Gegentor. Im Dress der Grazer ist das für ihn ein neuer persönlicher Rekord. Läuft ganz gut, oder? Ja, es ist immer schwierig, wenn man sich selber bewerten muss, aber ich glaube, die Statistiken sagen, dass die Saison ganz in Ordnung ist. Ganz in Ordnung? Ja, braucht man sich nicht viel selber loben, sondern einfach gut weiterarbeiten, weil die Saison ist ja noch nicht vorbei. Wie kann er diese Saison noch toppen? Vielleicht mit einem Tor? So geschehen 2011, Siebenhandel, damals im Dress des SC Wiener Neustadt. Jetzt ist es schon bald 10 Jahre her, jetzt war es mal an der Zeit, aber ja, ist schwierig. Vielleicht reicht es ja für einen Assist, wird mir auch schon reichen. Das war mein erstes wirkliches Bundesligaspiel, wo ich gewusst habe, okay, ich gehe jetzt mal als Einser in die Saison, jetzt schauen wir mal, was da passiert. Aber in der Jugend ist man halt ein bisschen unbedarfter, da geht man einfach rein und macht einmal. Und dann habe ich einfach im Plan gehabt, jetzt hau ich mal den ersten Ball hoch, viere. Und ja, dann war ich froh, dass der Friesen ein bisschen langsamer war als der Ball. Es läuft nicht nur für Jörg Siebenhandel gut, sondern für die Grazer ganz im Allgemeinen. Die Steirer mittendrin im Kampf um die Europacup-Plätze. Denkt man an die schwierige vergangene Saison, war das so nicht abzusehen, oder? Ja, also ich glaube viel mehr, als was wir uns vor der Saison erwartet haben bis jetzt. Also es war wirklich von Anfang an eine gute Saison, vor allem im Herbst dann mit der langen Serie auch. Zu null war das wirklich überragend, da haben wir einen richtig guten Lauf gehabt. Wenn man mal auf dem Punkt ist, will man da dabei sein, aber für mich ist natürlich der Europacup das Wichtigste. Ich will einfach rein, weil ich einfach gern international spiele, dass man sich mit anderen Ländern vergleichen kann.
Apropos Ländervergleich, warum eigentlich nicht Nationalteam? Das ist für mich jetzt gerade total uninteressant, weil einfach die Mannschaft zählt. Also es ist noch, sind jetzt noch 1,5 Monate bis zu EM. Natürlich will man als Spieler dabei sein, ist es einfach was Großartiges, sein Land zu vertreten, aber mit dem beschäftige ich mich jetzt null, weil es einfach wichtig ist, dass ich für den Verein da bin. Voller Fokus auf Sturm, voller Fokus auf das Saisonfinish. Jörg Siebenhandel will sich selbst nicht loben, dann tust doch du, Manuel. Ist er so gut drauf wie noch nie? Ja, ich finde schon, dass er eine herausragende Saison spielt. Er ist ein ganz wichtiges Baustein in diesem Defensivbollwerk. Warum man nicht sagt, dass er eine gute Saison spielt, ich glaube, man kann auch einmal sagen, hey, mir gelingt gerade eine gute Saison. Deswegen wird er auch nicht als hochnäsig oder so wahrgenommen. Er ist ohnehin sehr bescheidener Typ auch. Er fordert sich auch nicht ins Nationalteam, das ehrt ihn auch sehr. Das Sky Sports Play Index weist ja den Patrick Benz an erster Stelle eigentlich aus und ihn sofort an zweiter Stelle. Das ist eine sehr objektive Betrachtungsweise. Und trotzdem reklamiert er sich nicht rein, ist er den sehr, aber ich glaube schon auch, dass er dafür ein Thema wäre fürs Nationalteam. Ja, also er kann schon stolz sein auf seine Leistung, die er gebracht hat. Darf man auch sagen, auch vor der Kamera. Er hat noch Vertrag bis 2023. Du hast die Kaderplanung angesprochen. Mhm. Man hat wichtige Stützen verlängert, wie Hirländer, wie Janscher. Und hat zuletzt auch klar kommuniziert bei Spielern, wo man gesagt hat, mit euch können oder wollen wir nicht weitermachen, nämlich eben mit einem Kevin Friesenbichler oder einem Beckim Balay. Wie gut gefällt dir diese Klarheit, auch zu diesem Zeitpunkt jetzt schon, die Andreas Schicker da an den Tag legt? Es freut mich, dass du das ansprichst, weil ich immer wieder auch sage, ich bin ein Fan von Klarheit, weil ich auch weiß, wie das ist, wenn du in der Spielerrolle bist. Und Vereine warten tendenziell manchmal sehr, sehr lange und lassen das Spiel im Ungewissen. Nicht nur im Positiven, wie auch im Negativen. Es gibt ja auch Entscheidungen, wo der Verein sich trennen will. Das ist vielleicht am Beginn hart, wenn man gerne bleiben würde. Aber unterm Strich, glaube ich, fährt man so auch besser, weil man de facto auch trotzdem fair mit den Spielern umgeht. Sie können sich früher auch umsehen um neue Alternativen. Und darum denke ich, ist diese Linie und dieser Stil, den der Andi Schicker da jetzt implementiert hat in den Verein, Daumen hoch. Ja, glaubst du, dass Sturm Graz irgendwann einmal wieder so eine Rolle spielen kann, wie damals in den goldenen Zeiten unter Ivica Osim? Das ist natürlich schwer abzuschätzen, weil wir alle wissen, was die letzten 10, 12, 13, 14, 15 Jahre in Österreich passiert ist mit dieser unfassbaren Dominanz von Red Bull Salzburg. Es sieht auch nicht wirklich danach aus, dass sie da momentan auch was ändern wird, weil sie auch eine sehr, sehr klare Strategie haben, ein gutes Budget, super Infrastruktur aufgebaut haben. Der Nachwuchs, das Fundament ist mega gut. Deswegen ist es schwer abzuschätzen, aber natürlich, man muss den Club auch so aufstellen, jetzt aus Sturm Graz Sicht, dass man dann da ist, wenn so ein Verein einmal ein bisschen schwächelt. Da muss man Perfect Season de facto spielen, aber man muss natürlich die Ziele, denke ich, auch sportlich hoch ansetzen. Das wäre schon gut. Ja, wir sehen hier die Trainerlegende. Am 6. Mai wird Ivica Osim 80 Jahre alt. Dreimal der Einzug in die Champions League, zwei Meistertitel, dreimal Cupsieger mit Sturm. Welche Erinnerungen hast du an ihn, an diese Legende, die noch immer höchst geschätzt wird in Graz? Ja, ich habe auch persönliche, weil in der Zeit, wo Sturm Graz die Liga so dominiert hat, bin ich als junger Spieler gerade frisch in den Kader reingerutscht, habe meine ersten Spiele gemacht und die waren in der Regel alle nicht sehr erfolgreich gegen Sturm Graz. Ein unfassbarer Typ auch an der Seitenlinie, sehr viel Charakter, Charisma. Die Spieler schwärmen alle vor ihm, sehr väterlicher Freund ist er geworden, Riesenherz und unfassbarer Fachmann. Also er ist mit einer der Club-Ikonen, Club-Legenden. Wir gehen fast die Superlativen aus. Reicht dir das? Mir reicht das, aber wir hören noch eine Erinnerung, nämlich von einer Spielerlegende von damals, Günther Neukirchner. Das, was einer seiner für mich prägendsten Sätze war, dass man mehr oder weniger den ganzen Tag für den Fußball leben muss. Und das ist es. Deswegen haben wir damals auch keinen Trainingsplan gehabt. Das war halt dann, also ich habe mir damals keine Gedanken gemacht, das war einfach so. Es war dann immer so, wenn ich irgendeinen Termin gehabt habe, dann war es sicher so, dass wir halt dort Training gehabt haben und ich habe den Termin verschieben müssen. Also das war so. Heute ist es oft so, die Spieler wissen genau, wann sie am Montag kommen müssen, am Dienstag kommen müssen, am Mittwoch kommen müssen. Und er war halt immer der Meinung, wenn du weißt, wann du Training hast, dann planst du dein Leben und der Fußball läuft halt nebenbei mit. Und das war halt damals nicht möglich. Weil heute war das Training aus und dann haben wir erfahren, wann morgen Training ist. Ja,
interessante Einblicke, Manuel. Wäre das heutzutage noch möglich? Würden sich das die Spieler gefallen lassen, dass sie nicht wissen, wie morgen der Tag ausschaut? Ich weiß nicht, ob das 2021 noch möglich wäre. Es würde unfassbar viel Situationsflexibilität oder wie auch immer man es bezeichnen will, erfordern. Aber auch aus Vereinssicht, weil ja es besteht ja dann der Alltag ja nicht nur aus Trainieren und wieder heimfahren, sondern Vereine müssten ja auch sehr viele Termine auch koordinieren mit den Spielern. Die müssen ja auch zu diversen, hoffentlich bald wieder Fan-Treffen. Es gibt Autogrammstunden, es gibt viele, viele andere Medientermine wahrzunehmen. Da wird es dann sehr, sehr schwierig werden. Aber okay. Ich glaube, er würde sich auch anpassen. Christian Ilzer heißt der Trainer jetzt. Der bereitet sich mit Sicherheit schon auf das nächste Spiel vor, denn der Gegner heißt Red Bull Salzburg. 2 Siege gab es schon in dieser Saison. Es hat noch keiner geschafft, 3 Siege zu landen. Schaffen das die Grazer? Traust du es ihnen zu im Moment? Ja. Vielleicht, weil Salzburg jetzt zu lange gefeiert hat, den Cup-Titel, ich weiß es nicht. Ja, aber es waren wieder zu viele Tage dazwischen auf das nächste dann aufeinandertreffen. Aber ich denke, das wäre schon eine Riesensache natürlich. Ist auch ein Ziel, was man in das Auge fassen sollte, weil, du hast das richtig gesagt, das haben noch nicht so viele Mannschaften geschafft oder noch keine. 3-mal gegen sie zu gewinnen. Ich traue es ihnen auf alle Fälle zu, weil wenn es jemand weiß, wie man die Salzburger in die Schranken weist, dann die Grazer. Ja, was ist das Wichtigste? Was können Sie mitnehmen von den Siegen bisher gegen Salzburg? Also für mich war immer sehr imposant, wie intensiv sie gegen sie gespielt haben, wie mutig sie aufgetreten sind, wie hoch sie auch angepresst haben. Das ist unfassbar, auch vor welche Probleme sie gestellt haben. Sie waren unfassbar mutig, haben sie in der Offensive sehr, sehr viel auch zugetraut. Und sie waren immer am Punkt voll da, weil das eine ist ihnen immer was theoretisch vor. Und dann geht es um die Umsetzung. Und die Umsetzung, finde ich, sie haben so einen guten Matchplan, dass sie mit so einem Selbstvertrauen alle reingehen. Also ich glaube, es ist möglich. Ja, wir sind gespannt auf dieses Spiel gegen Salzburg und auf die restlichen Partien, die dann noch auf Sturm warten. WSG auswärts, Rapid zu Hause und der WRC wieder auswärts. Das ist also das heiße Saisonfinish für die Grazer. Wir freuen uns drauf, Manuel. Sehr, sehr. Danke für deine Expertisen zum Thema Sturm Graz. Das war es auch schon wieder, diese Ausgabe von Dein Verein Sturm Graz. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Liebe.